Ganz vorsichtig. Oh. Ja, der ist sowas von doch nicht tot. Okay, komme ich hier unten lang? Yay! Der geheime Weg nach hier drüben. Wo ich auch hin muss. Ah, ich muss mich kratzen. Echt ärgerlich. Komm, geh kaputt. Patsch. Lava. Oh. Ich werde hier gerade verbrutzelt. Ich sollte mich noch ein bisschen so an die Wand quetschen. Hi. Okay, er hat's überlebt. Oh, die wollen andere nehmen. Du blödes Mistbiest. Du blödes, verdammtes Mistbiest. Unfassbar. Da hat er sich einfach fast mein Ding nehmen wollen, mein Forscher. Wie böse die sind. Unfassbar. Nein, das sind meine Forscher. Lass das. Sexy Magma-Anzug. Ach, komm her. Magma-Anzug. Ja, jetzt seht ihr hier, ich brauche auf jeden Fall dieses Feuerding, damit ich da mich selber ein bisschen schützen kann davor. Muss heute dick genug sein für mich. Ich werde die Forscher noch nicht direkt töten. Kriege ich hier Damage? Nein, ne? Nee. Das wäre ja doof. Ich kann hier Feuer reinschießen und dann bleibt das tada, so stehen. Total geil. Boah, dieses Magma-Ding ist so nervig. Ja. So ist das. Guck mal, das Lava. Das ist ein Crystal. Ein Crystal. Okay, warum komme ich auch nicht lang? Wo muss ich denn lang? Kann ich mich hier durchsäbeln, ja? Nee, da nicht wirklich. Irgendwo anders. Ist ja auch spannend. Ach, hier unten. Ah ja, verstehe schon. Das, was ich also vorhin machen wollte. Wow, ich habe mich selbst angegriffen, wie auch immer. Da nochmal fast. Kacke. Was mache ich denn hier, ey? Ich muss das Ding, ich bin tot. Oh doch, wow, ich wurde abgekühlt vom Wasser. Das ist ja herrlich. Sieht aber sehr schlecht aus gerade. Ah, okay. Ich kann das also auch nochmal wegziehen. Okay, dann baue ich das nur so, dass ich das schießen kann, dass ich das mitnehmen kann. Ist ja alles, einfach alles Wasser anscheinend. So, und durch. Okay, sehr schön. Da kann ich mich aber wieder durchfressen. Meine, alles meine Forscher, lasst mich in Ruhe. Oh Gott, da war noch ein Stückchen Lava. Ja, ich weiß, überall ist heiß. So, Level up noch, cool. Ein Level up, ein Leben. Ich sag das schon mal, Level up.
Das war ja eine ätzende Mission. Oder eine ätzende Map gerade. Meine. Oh, ich habe gar keine Lava mehr, okay. Ach, ich vergesse das immer wieder. Okay, der merkt mich noch nicht. Da die Dinger noch in Eis drin sind, merken die uns noch nicht. Der nächste sagende Wissenschaftler. Komm her. Forscher Andy. Diese Kreaturen. Es scheint, als ob es mehr von ihnen gibt. Je tiefer wir gehen. Sie sind aber erst seit den Erdbeben aufgetaucht. Ich frage mich, ob die Bogen weitergehen können. Ich frage mich, ob die anderen überhaupt noch am Leben sind. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass da ein Diamant drin war. 102 habe ich mittlerweile schon. Alter, das ist gefährlich. Ist kein Ding. Aber sonst nichts zu tun, außer alles in die Luft zu jagen. Ein Diamant. Sexy! Ich glaube, ich habe 3 Diamanten hier drin gefunden. Kann das sein? Oh, nee, was ist denn schon wieder hier von mir? Willst du denn schon wieder von mir hier? So, können wir uns noch genug ein paar Pünktchen mitnehmen, bevor uns die Lava hier verbrutzelt. Das wäre auch nicht cool, oder? So, Magma-Anzug. Gimme! Oh, schieß mal vorsichtig was frei. Auch wenn wir uns hier selber verbrennen. Na, irgendjemand hat mir geschossen. Ah ja. Da. Nehmt das heiße Gold mit. Doch, hier kann ich trotzdem noch lang seppen. So, unter mir ist glaube ich noch. Ah, okay, das kann's nicht. Das kann's nicht verbrutzeln. Klar, scheiße gelaufen, wa? Penner. Wie sie eiskalt verbrutzeln. Na, du auch noch? Lava ist gefährlich. Ich will jetzt nicht unbedingt verkokeln. Das wäre nicht toll. So, hauen wir mal hier mal ganz kurz das frei bis drüben. Mal schauen, was da drüben so schickes ist. Aber hier war noch ein Forscher, das habe ich gesehen. Niu! Niu! Na, noch einer? Ah, jetzt wagen sie sich nicht mehr, ist ja langweilig. Oh wow. Ich hasse das. Wie sehr ich das hasse. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist total unnötig, dass diese Lava einfach nicht sichtbar ist. Das ist total unnötig. So, selbst hier könnte Lava doch drauf sein. Genau, da könnte Lava drauf sein. Das ist einfach unsichtbar, das Zeug. Niu, durchschmelzen. Ekelhaft ist das, bitteschön. Ekelhaft. Und da schon wieder minimale Stückchen von Lava. Siehst du das schon wieder? Alter, wollt ihr mich verarschen? Die Anzeige ist auch total für den Arsch, dass angeblich das heiß sein soll. Weil es hier gerade überall heiß sein soll. Rechts, links, oben, unten. In mir drin. Ätzend. Oh ja, hier war ja wieder was. Na, nicht getroffen. Noch ein Forscher.
Dreckslava. Ohne Witz. Hier unten ist auf jeden Fall noch ein Diamant. Den will ich haben. Das ist einfach viel zu offensichtlich. Da ist er schon. Dass in so einer riesen Eishöhle kein Diamant drin ist. Das ist viel zu offensichtlich. Dass das nicht so sein sollte. Muss ich wieder gegen die Zeit spielen, ja? Was haben wir denn hier Schickes? Gegen die Zeit will ich jetzt aber nicht spielen. Das ist natürlich gefährlich, ne? Ich brauche auch noch Hilfe. Weiß, kommt da unten oben in endlich Lava raus? Muss ich mal gucken. Oh, Diamant. Patsch! Ist heiß. Sehr heiß. Ich komme da irgendwie nicht durch, oder? Kann das sein? Jedenfalls nicht mehr. Hm. Da kommt da nur eine begrenzte Menge an Lava, aber ich glaube nicht. Wäre ja zu einfach. Ich komme da Tatsache nicht mehr ran. Da hätte ich vorher ran gemusst. Ja, super. Na super. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Vielleicht doch gegen die Lava spielen. Da ist noch einer. Komm, explodier, du Arsch. Naja. Wow. Wow. Wie soll ich denn damit rüberkommen? Alter. Willst du mich verarschen? Das ist ein unendlich langer Fluss von Lava. Da ist nichts mit vorbeikommen. Ich kann ja saufen. Ist aber auch nicht das gerade das, was ich machen möchte. Wie komme ich da hinten hin? Na! Nein! Die Lava fließt immer weiter. Toll. Ich komme da nicht durch. Oder sind das meine Leben da unten? Unten rechts? Das ist überhaupt gar nicht die Leute an Dings sind, die ich da deffen muss. Die ich noch durchbringen muss. Und jetzt komme ich hier wieder nicht lang. Oh, ein Diamant. Nein, komme ich nicht lang. Impossible! Ah. Ein bisschen möglich, aber ich werde gerade sterben und zwar anhand dieser Überhitzung, aber nein. Ja, warum auch immer jetzt die Lava da lang geht, statt. Ach, ist mir auch egal.
Wer muss diese Logik schon verstehen? Ja, und das unten rechts sind nicht die, die Viecher, die ich sterben lassen kann, sondern, wie oft ich schon gestorben bin und wie viel oft ich noch kann. Das ist mir jetzt super toll eingefallen, nach schon der zweiten Episode fast. Dass das was anderes bedeutet. 15 Minuten habe ich für dieses fucking Level gebraucht. Arsch, Alter. Perfekte Rettung, habe ich eins bekommen. Ich bin Weltrang 1595. Ich steigere mich immer mehr. Dafür in drei fucking...